Moin. Das ist ja ein Lang-LKW. Ja, genau. Endlich sehe ich mal einen. Wie fährt er sich so? Der fährt wie eine Eins und da passt ordentlich was rein. Okay, was verstehst du unter ordentlich? Ja, das sind 50% mehr Ladung. Das sind ungefähr 54 Euro Paletten auf 25,25 Meter. Und dann 40 Tonnen, im kombinierten Verkehr sogar 44 Tonnen. Alle reden über CO2 und Kraftstoffeinsparung. Und mit diesen sparst du richtig. Und das alles uneingeschränkt? Naja, nicht ganz. In Deutschland gibt es ein Positivnetz, wo sich der Lang-LKW drin bewegen muss. Und du als Fahrer musst auch noch bestimmte Anforderungen erfüllen. Du musst 5 Jahre durchgehend den LKW-Führerschein haben, 5 Jahre Berufserfahrung brauchst du und eine 2-stündige Schulung machst du auch noch mit. Und nicht nur der Fahrer muss was können, sondern auch der Lang-LKW. Ja, dann lass mal hören. Der gesamte Zug muss sauber im Bio-Kraftkreis laufen und nicht nur die Reifen. Und das geht nur mit einem gelenkten Dolly von Krone. Der gesamte Zug muss eine automatische Achslastüberwachung haben und eine Einheit davon muss bahnverladbar sein. Und ich habe gehört, der braucht ein Lang-LKW-Schild und eine Rückfahrkamera, oder? Ja, genau. Und der LKW braucht auch noch einen Spurassistenten, Abstandsregeltempomat, Retarder und Anti-Schlupfregelung. Weitere Informationen zu den Anforderungen für den Lang-LKW findest du in der Beschreibung.